Hallo, herzlich willkommen. Zu schnell? Ja, ein bisschen schnell, ja. Ist jetzt aber Okay. drauf. Oh. Der Naja, egal, Leg einfach los weiter. jetzt. Jetzt Aufnahme 3, läuft. 2, 1. Okay, Aufnahme läuft. Hallo, herzlich willkommen wieder zurück. LS13 Megaprojekt Titanium Edition mit unserem Doktor. Moin, moin. Der Guten. Jojo. Die Der Rock. Guten. Die Ja, Gudine, Gudine. Rocktox. Und das Dennis. Ja, Das das Dennis. Dennis ist auch da. Das Und ich De bräuchte. Lex, du schon wieder gehört? Ist ein, Das war jetzt absichtlich. Achso, alles klar. I Ja, ich Okay. So. Ich wollte halt mal. Also, Kühe und Schafe sind mit Gras gefüttert. Die Futtermischstation ist auch mit Gras gefüllt. Das restliche Gras kippe ich jetzt einfach in die BGA. Wir haben Obwohl gerade wir das ja ein eigentlich gar paar. nicht mehr wollten, Wir haben gerade ein tun paar wollten. Euros bekommen. Wo sind die denn her? Ich habe geschaufelt. Ah. Also Oh, so ein, zwei zwischendurch Schaufeln oder mal zwei mehr ging Schaufeln nicht. ging, glaube ich. Dann Uiuiuiui. können wir nämlich gleich schon wieder 15.000 zurückzahlen. Ach, geht das hier immer in Uiuiuiui. 15.000er Schritten? Ja, Ja, in wir 5. In müssen halt so schnell wie 5.000er. möglich davon runter von dem Ja. blöden Kredit. Desto Das ist weniger wir so. für den heutigen Tag schon bezahlen, desto mehr haben wir für den nächsten zum Zurückzahlen. Ja, obwohl das ist halt echt die Frage. Wir hatten ja eigentlich gesagt, bei der letzten Aufnahmesession, nicht in der letzten Dingens oder so, sondern als das Angebot halt reinkam mit dem Feld, dass wir das Feld 15 kaufen wollen. Ja, davon wusste ich gar nichts, sonst hätte ich nicht Das zurückbezahlt. wurde nämlich so mehr oder weniger einstimmig beschlossen, weil es halt ein geniales Feld ist, weil wir das auch eigentlich Ja, brauchen. weil es ja Ja, weil wir können groß dafür und aber gerade kein ist, aber Geld anders, aufnehmen. aber andersrum, genau andersrum hatten wir auch gesagt, wenn wir das Geld nicht so zusammenbekommen, dann wird es auch sein gelassen. Also das haben zwar viele dafür gestimmt, gestern oder vorgestern in der Aufnahme. Es tut Aber mir leid, aber das haben wir jetzt, wenn es wir das geht nicht nicht mehr. schaffen, der Kredit hat eigentlich Vorrang. Ja, Ja, sehe ich das eigentlich kostet auch uns zu so. viel. Weil da Hätten müssen wir wir den jetzt nicht nochmal wieder zurückbezahlt, Geld hätten aufnehmen. wir Und sicherlich das Geld nicht das fällt. Feld sind, glaube ich, 100, was war der Stand gestern? 156.000 oder so? Also, Jupp. oder 160.000 mittlerweile. Also, das jetzt zusammenzukriegen, puh. Ne, geht nicht. Ja. Also, wir hätten nicht zurückzahlen dürfen. Wer sät gerade Mais an? Und das? Was war denn der Rest von dem Feld? War der jetzt Der auch Rest. Mais? Ja, die Mais-Sämaschine stand da, als ob ich da weitergesät. Ja, ist Okay, ja auch weil korrekt, da ist ist eine völlig Ecke korrekt. noch Gerste. Oh, Das wird eine aber, Ecke. glaube, das ist aber, glaube ich, schon alles abgedroschen, wird halt nur noch angezeigt als Gerste, Ja, also. dann haben wir Gerstenmais, ist ja auch Wer nicht hat so denn schlimm. den Spack Ach, die Ecke fällt ist einfach, Gerstenmais. das, was ich mir vorstellen könnte, wahrscheinlich ist da einfach noch nicht gegrubbert. Ja, genau. Ja, Das dann wird's grubber ich da wahrscheinlich sein. gleich. Das Das kannst ja mal die wird Gerste wahrscheinlich. in die Mikrowelle packen, vielleicht kommt ja dann auch Popcorn raus. Ja, ein sehr Ja, körniges. könnte es passieren. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Mais. Ah, ich Oder würde eher. auch nicht. Er wird sich vielleicht ein bisschen abhellen, aber sonst nick. Ja, was wollte ich denn Ja, jetzt? jetzt haben wir natürlich wirklich gar kein Thema hier, über das wir mal quatschen können. Doch, Ja, genau, geh mal in den Keller und ich hol hätte mal deinen Sack nach jetzt oben. mal ein Thema, wo das ja nun ein paar Tage schon wirklich am Laufen ist. Was ist denn jetzt so euer, sag ich mal, jetzt so euer Fazit nach mittlerweile 2 Wochen Google Plus Verknüpfung, Kommentarsystem und so weiter und so fort? Ich habe Zum nicht mehr Teil was ist es gefunden. immer noch ist es nicht. ganz okay, aber zum Teil auch nicht. Also was mich zum Beispiel gestört hatte, oftmals habe ich habe schon öfter das Problem gehabt, mich fragt jemand in den Kommentaren ja zum Beispiel bei meinem LS Extrem ja, wie heißt denn die Map? Dann gibt's ja kriegst auf Antworten, sowas Ja. gibt's dann ein OGF USA, schreibst dann sozusagen und dann willst auf Abschicken gehen. Was sagt er? Sie können diesen Kommentar nicht kommentieren. Ja, das ist aber dann Schuld desjenigen, der da gefragt hat, weil er in seinen Google Plus Einstellungen das nicht richtig eingestellt hat. Liebe Leute, geht da mal bitte drauf auf die Google Plus Einstellungen und stellt ein, dass jeder auf eure Kommentare antworten darf. Weil Ja, ansonsten aber geht ich das sag nämlich mal, nicht. Dann könnt ihr so viele Fragen stellen, wie ihr lustig seid. Die werden euch dann nicht beantwortet. Aber ich sag Wir mal so, können sie ohne nicht Google Plus wäre beantworten. das Problem gelöst, weil dann hätte man auch nicht bei Google Plus irgendwas einstellen müssen, ne? Das stimmt. Also Ja. ich hab das Problem, dass ich jetzt immer rechts oben in der Ecke hat man ja sein Avatar zu stehen. Ja. Wenn man darauf klickt,
dann ist da diese so eine kleine Glocke oder was das auch immer sein möge. Ja. Da steht bei mir jeden Tag Person X, Y, Z hat sie zu den jeweiligen Kreisen hinzugefügt. Ja. Was sind denn Kreise? Ja, frag mich nicht. Das sind irgendwelche Abonnenten oder Sachen, welche du selber hier abonniert hast. Also ich sortiere die dann auch entsprechend ein bei mir. Beispielsweise, wenn ich weiß, okay, das ist ein Abonnent von mir, dann kommt der halt in meinen Kreis Abonnenten rein. Ja, aber das finde ich, weiß ich nicht, das gab es ja vorher auch nicht. Ja, gut, ist ja aber schön. Ich finde es ganz cool, weil du kannst dann auch zum Beispiel, wenn du dann irgendwie deine ganzen Abonnenten mal auf einen Schlag anschreiben willst, dann schreibst du einfach eine Message an alle, die in dem Kreis drin sind. Gut, okay, ja, das hat einen Vorteil. Ja, aber jeden einzelnen Abonnenten da Kreis hinzufügen, allein guten, mal alle deine Abonnenten zu einem Kreis hinzu, da hast du 3000 Klicks vor dir. Naja, das war halt das Angenehme, beispielsweise als ich alle meine Kanäle, die ich abonniert habe, die habe ich halt auch in einen Kreis reingepackt, ne? Meine Abos. Das konnte man mit einem Mausklick machen. Ich weiß nicht, wie man das, ob man das vielleicht auch noch für die Abonnenten einfügen kann. Das kann sein, es gibt ja die Community-Funktion, da kann man die, glaube ich, auch ankreuzen und man kann ja auch Abos löschen. Also man kann quasi sagen, der soll mich nicht abonnieren, futsch. Ja. Der ist doof, der soll mich nicht abonnieren, der soll meine Videos. Ja, weißt du, wie oft ich den Doktor rauslösche? Ich weiß nicht. Mindestens zweimal am Tag. Zumindest muss ich dich zweimal am Tag neu abonnieren. Und du lässt einfach nicht locker, ne? Nee, ich lass nicht locker. Oh, weil ich will ja weiterhin Blödsinn bei dir drunter schreiben. So ab und zu mal, so einmal im Monat vielleicht. Der Guten hat einen Stalker. Aha, okay, wir wissen's. Ja. Nicht nur einen. Wer ist eine andere? Drüber nicht. Ach so. Aber erzähl's keinem. Nee, aber was ich persönlich halt noch nicht so schön finde, aber da arbeiten sie angeblich dran, dass man dann den Posteingang, wenn du halt persönliche Nachrichten auf YouTube kriegst, dass das nicht mehr direkt angezeigt wird. Dass das nicht über die Glocke geht vor allen Dingen. Das ist, ja, genau. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mal einmal jemanden fast eine Woche lang ignoriert, weil ich einfach nicht mehr daran gedacht habe, dass das ja auch noch da ist. Und richtig. Ich wusste, mir war das auch gar nicht klar, dass ich da überhaupt noch hinkommen kann. Weil den Posteingang als solches gibt es ja auch nicht mehr. Richtig, weil da musst du dann halt über den Videomanager gehen und ich bin ja voll. Scheiße. Ja, wobei dem Posteingang, da stand da auch, glaube ich, immer nur dann. Posteingang stand immer nur dann so mit einer Zahl dahinter, wenn man eine PN bekommen hat. Richtig, wenn man dann genau. Einen Kommentar dann nicht. Richtig. Aber so davor war es aber so, dass der Posteingang generell da stand. Du hast ja auch alle Kommentare und so weiter. Das ist da dann auch alles im Posteingang aufgeführt gewesen. Was ich cool finde, ich kriege irgendwie die ganze Zeit Abonnenten dazu, weil keine Benachrichtigung mehr, wer mich abonniert. Das kriege ich über die E-Mail, die ich mir halt immer zuschaue. Ich kriege auch nicht über E-Mail, ich kriege gar nicht mehr Benachrichtigung. Doch, kann man sich ja einstellen. Das kriege ich noch. Ich kriege hin und wieder, kriege ich es noch, aber die meisten nicht. Ja. Aber da ich, also das habe ich ja ganz am Anfang gemacht, da habe ich halt dann wirklich, also einigen ganz wenigen, also so ungefähr 10, die habe ich dann echt angeschrieben, danke, dass du mich abonniert hast und wenn du irgendwie Fragen hast und so weiter. Ne? Julia macht das ja beispielsweise immer noch, Julia drin. Ne? Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich krass. Und da hatte die 1500 Abonnenten. Ich habe die abonniert und eine halbe Stunde später hatte ich eine Nachricht, ja, danke, dass du mich abonniert hast, wenn du mal irgendwie, wenn irgendwas ist, dann melde dich. Ja, find ich eine coole Aktion, aber wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu aufwendig. Ja, bin ich eine faule Sau. Wenn die von den 1500 Leute dann 300-400 antworten, dann hast du ein Problem. Aber du hast natürlich dadurch, es ist natürlich auch ich will jetzt nicht sagen Trick, aber es ist eine gute Sache, um halt wirklich die Abonnenten auf deinen Kanal, bei Laune zu halten, ja. Ja. Ups. Scheiße, zu früh gedrückt wieder. Auf jeden Fall, das ist schon irgendwie so. Ja, Mensch, danke, dass du mich abonniert hast. Vergesst nicht weiter da vorbeizuschauen. Das geht schon. Wie gesagt, wenn du Kritik, Lob, Anregungen und so weiter, sowas kannst du ja im Prinzip da eine Standard-Mail machen, die du halt so vorgefertigt hast, aber trotzdem. Das ist immer doch relativ persönlich. Ja, aber sobald dann die Antworten kommen, musst du lesen. Dann musst du lesen. Ja, ist doch nicht weiter schlimm, macht man doch gerne. Also ich persönlich mache YouTube hauptsächlich, um mit meiner Community in Interaktion zu treten. Um mit denen halt irgendwie... Wegen dem ganzen Geld, wegen den Millionen?
Ach, das ist so ein Das ist Ding das nebenbei, das nebenbei. ist selbstverständlich. Ja, das ist halt der YouTube-Money-Style, der schon am Morgen am Nee, aber jetzt mal Money-Sakko-Träger. ganz ernsthaft, nee, ganz ernsthaft, also wegen des Geldes würde ich es kaum machen. Ja, lohnt sich nicht. Da lohnt Also nicht, genau. es ist wirklich diese Interaktion mit der Community, das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, weshalb man es macht. Also weshalb ich es mache. Mich tört es einfach an, wenn ich sehe, ich habe ein Like auf dem Video, dann bin ich Ja, einfach richtig, schon so richtig da artig. kriegt man gleich wieder irgendwie einen Doppelständer oder sowas. Ne? Richtiges Ein Ein-Mann-Zelt. Kontinentaldrift in der Hose. Ja, so. Ein-Mann-Zelt. Ja, oder ist das bei euch nicht so, dass ihr halt wirklich, also ich bin es wirklich, gebe offen zu, dass ich kommentargeil bin. Kommentar und Viewgeil. Meine Videos sollen geguckt werden und die sollen kommentiert werden von den Leuten. Ja, natürlich. Also, das ist Ja, bei mir finde auch ich auch so. Wenn schön. die Leute was unter meinen Videos Man macht schreiben, ja ein Video, damit es dann freue gesehen ich mich wird. natürlich auch. Ob das jetzt nochmal positiv oder mal negativ ist, das spielt jetzt erstmal nicht. Es kommt drauf an, wie Ist, weit ist. unterer Gürtellinie dieses Negativ ist dann. Ja, gut. Ja. Ja, das stimmt. Aber wenn jetzt jemand drunter schreibt, oh, das fand ich jetzt nicht so toll, wie du da um die Kurve gefahren bist, weil. Ist ja schön, Doktor. Mensch, du. Das ist ja Rocktox. Ja, Ja. was für Guten ist das? Das. Fand ich jetzt nicht schön, wie du da um der Ecke gefahren bist, Blarkeks etc. Das ist ein negativer Kommentar, aber freue ich mich auch drüber, weil dann weiß ich wenigstens, die Person hat mein Video geguckt. Ja, Richtig, und genau. auch Vor schön finde ich allem. immer, wenn Leute wirklich auch bei einem halbstündigen Video auf was antworten, was man bei Minute 25 oder so gesagt hat. Dann weiß Richtig, man, genau. der hat wirklich konzentriert da zugehört. Ja. Da möchte ich dann gleich nochmal auf den Dutchman hinweisen. Der macht das ja auch ganz gerne. Der macht ja auch teilweise so 1-Stunden-Videos. Und dann irgendwo mittendrin sind dann irgendwelche richtig geilen Sachen versteckt, die er dann erzählt. Und wo dann auch beispielsweise der Macke. Kobold, nicht mit dem Truck aufs Feld. Warum? Wofür haben wir dann den Überladewagen? Genau. Ja, ich muss hier alles alleine machen, entschuldige bitte. Ja, ich tank dich wohl ab, wenn du was sagst. Ne? Muss nur mal Maul aufkriegen, Alter. Genau. Ja, Aber ich arbeite Überladewagen doch hier ist an der halt Le für auf ich dem arbeite. Feld extra dicke Bereifung und so. Und der Truck mit der Straßenbereifung muss halt am Wegesrand stehen. Ja, so ist der Ah. Plan. Dann habe ich die Idee, wir betonieren hier ein Stück vom Feld. Ja, genau, bitte. Ja, genau, immer so, dass man da eine Fahrspur dann so, Richtig, so du hast ja wohl einen spurig Eiermann da, Asphalt. ne? Immer quer rüber so eine Asphaltspur macht. Kommst du einmal runter? Ich komme einmal runter und Hälfte wieder hoch, ja. Deswegen stehen die Räder immer hier oben. Gut, dann komme ich jetzt mal auf die Mitte runtergefahren. Also, ich schaffe ungefähr ein Dreiviertelfeld. Also ungefähr wahrscheinlich bis hier. Ja, nee, du bist schon zu weit. Okay. Aber, Aber da also ich kannst du stehen persönlich lassen. finde an dem Kommentarsystem finde ich auch sehr geil, wirklich. Also mit dieser Glocke, das finde ich echt toll. Ich logge mich auf YouTube ein, muss nicht immer erst gucken im Posteingang, was ich an Kommentaren gekriegt habe, sondern ich sehe gleich, ah, da ist jetzt ein neuer Kommentar. Und auch das Richtig, wird ja richtig. während des laufenden Videos, wenn ich mir gerade ein Video angucke, wird ja auch aktualisiert. Und dann sehe ich, oh, jetzt hat gerade ein Video von mir wieder einen neuen Kommentar gekriegt. Gleich mal gucken, so zwischendurch. Ja, das finde ich auch wohl soweit ganz schön. Und was mich dann noch ein bisschen so stört, ist, dass ich die einzelnen Kommentare speichern bzw. halt löschen kann. Also sprich, dann Häkchen reinmachen kann mit Löschen und sowas, weil ich das schon mal ganz gerne gemacht habe, dass ich mir einige Kommentare, wo vielleicht auch Fragen oder sonst solche Sachen, kann ich nicht mal das und das machen, dass ich mir die ganz gerne gespeichert habe und so findest du die nicht mehr wieder. Ja, das ist manchmal problematisch, das ist wohl wahr. Weil das habe ich immer gerne gemacht, die sozusagen, das Kann mache ich man mit die meinen nicht E-Mails irgendwie genauso. markieren und copy and pasten oder sowas? Weiß ich Keine jetzt nicht, Ahnung. habe ich selber noch nicht ausprobiert. Aber so war es vorher, du musstest die Kommentare immer einmal löschen, somit hast du sie so oder so angeklickt, ob du die jetzt lesen wolltest oder nicht. Wenn du sie weghaben möchtest, musst du es anklicken, so ungefähr. Ah. Somit hat man sich die sowieso automatisch durchgelesen. Weil da Ja, muss man die jetzt gut, auch wieder ja, anklicken, klar. damit sie weg sind, aber Ja, trotzdem lese ich obwohl, auch nee, gerne musst du Kommentare. nicht. Du kannst ja auch sagen, alles als gelesen markieren jetzt, ne? Ja, Das gut. konntest du ja vorher halt nicht. Naja, Ja? man kann ja auch Viel in allen Info, ich Häkchen schaff zwei reinmachen Bahnen. und löschen, aber. Ja, Ich sag schaff mir einfach zwei. bei 80% Bescheid. Genau, ich schaffe immer runter und immer wieder hoch, weil ich habe ja unten zwei Querstreifen weggenommen, damit das kürzer ist, die Bahn. Ja, sag mir einfach, wann ich dich abtanken soll. Am besten immer so bei 80%, dann komme ich vorbei. Kein Ding. Gut. Mal als Frage, was muss denn noch überall gesät werden, beziehungsweise wo und Also Mais, an. Feld 11, dann würde ich sagen noch zwei Felder Mais und dann ein paar Weizen. Ja, Weizen.
wollen ja immer gemischt halten. Ja, ja. So ein bisschen zumindest. Wollen wir die andere Truppe nicht mehr ärgern und überall Kartoffeln machen? Kunden einreichen. Wir haben keine Legemaschine, aber wir könnten überall Rüben machen. Oder so, ja. Ich glaub, das geht, weil das geht ja mit der Maislegemaschine. Ja, das wäre aber auch mies. Das wäre wirklich mies. Ja. Aber das könnten wir uns momentan finanziell einfach nicht erlauben, so ein Spaß. Allein der Saatgut kostet wahrscheinlich so 50 über den Daumen für alle Felder. Ja, da bist du richtig Geld los, ja. Das machen wir, wenn wir den Kredit abgezahlt haben. Richtig. Aber da wäre ich dann eher dafür, dass wir dann ein Gerät kaufen, wo man auch Kartoffeln mit ernten kann. Und einen Einreihen. Und einen Einreiher dazu zum Ernten. Dann irgendwie so Feld 9 oder so. Der Einreiher ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, wobei ich würde bald sagen, besser Feld 13 statt Feld 9, weil Feld 13, dann bist du weiter weg vom Hof, weißt du? Ach so, ist das besser. Da muss man nicht so lange fahren, weißt du? Du kommst okay. Mich abfahren? Jo. Jetzt bin ich voll lauter Quatschen, habe ich gar nicht auf meine Anzeige geguckt. Oh. Okay. Aber das Abfahren, das werdet ihr dann auch wieder in der nächsten Folge sehen oder vielleicht auch gar nicht, weil das immer noch nicht so genau. Wir sind hier schon wieder am Ende, Freunde. Wir sind völlig am Arsch. Am Ende? Ja, schon wieder. Schon wieder die Folgen. Ja, die gehen hier vorbei, du. Das geht weg wie geschnitten Brot. So, ja, bleibt am besten so stehen. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei, liebe Zuschauer. Und wenn er mögt, könnt ihr ja auch mal so das eine oder andere Kommentar hinschreiben. Willst du fahren? Willst du nicht fahren? Ich glaube, wir tanken jetzt einfach nur noch leer. Wir gut, machen jetzt die sogar da moderieren. So, ja. Dann war's das. Doc. Ja. Ja, ne? Wie gesagt, Kommentare schreiben und so, vielleicht ein Däumchen, freut uns auch immer. Könnt ihr aber auch lassen, ist völlig egal eigentlich. Hauptsache ihr guckt die Videos, das ist so also wichtig. Und schreibt Kommentare. Bis zum nächsten Doc. Und ciao. Bewertet die Videos, aber ob ihr Video bewertet oder nicht, ist egal. Ja. Genau. Genau. Einfach einen Kommi Daumen nach oben da lassen und das war's dann. Ja, aber ob ihr das macht oder nicht, ist eigentlich egal, aber trotzdem kommt. Trotzdem wäre schön, wenn ihr das macht. Überall, außer bei Doktor. Genau. Bei mir bitte ein fettes Dislike. Tschüss. Richtig, genau. Bis zum nächsten Mal.